Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Ja, ich bin wieder zurück. Neue Woche, neues Glück. War das ich? Glaube ich schon. Auch wenn ich mittlerweile weiß, dass ich eigentlich nicht so großen Schiss haben muss. Die Geräusche machen mich immer noch teilweise einfach fertig. Aber wir sollten doch jetzt... Das sind wieder zwei Silex. So. Toter Fisch. Kann mir keinen Schaden zufügen hier. Yes! Wir haben Eisen. Ah, nice, das funktioniert echt. Er hat nicht eine Freundin geschrieben, dass das mit Shift geht und... Wo? Das funktioniert. Und wir haben hier so viel Eisen, auch schön. Eisenwerkzeuge to go. Das war ein schöner Haufen Eisen. Da gibt Lapis. What? Was ist denn das da unten? What the frick ist das? Ich glaube, dafür brauche ich mehr Speere. Ich sollte vielleicht auch mal meine Hütte und alles ausbauen ein bisschen. Ich liege immer noch in der kleinen Notunterkunft. Ah, wir haben hier noch ein bisschen gekochtes Fleisch. A fish like meat, very sharp bone. Kann man den grillen? Oh ja, kann man. Jetzt kann man da nicht nachschauen. Was heißt, warum habe ich da nach Box gesucht? Achso, wegen Matchboxes. Very refreshing. Wir haben eine. Huh, 21 Eisen. Yes. Was kann man denn schönes basteln? Was ist denn das? Patchhook. Patchhook Launcher. What the frick ist das? Ein Crossbow. Oh, wir können uns ein Crossbow machen. Stone Spear, da gibt es die Eisenpfeile. Gibt es die Äxte? Nunchucks? Im Ernst? Eine Attack-Geschwindigkeit von 3,5. 3,7 Attack-Speed, 3,5 Attack. Okay, also sind die Nunchucks sogar besser? Also wenn ich sie vergleiche mit dem hier, dann sind es obwohl, nee, dann geht es nicht obwohl, nee, die sind besser, schaut mal an, 3,5 Attack Damage und 3,7 Attack Speed bedeutet, es müsste eigentlich alles 3,3 sein, wenn es passen sollte bei den Nunchucks. Die Nunchucks sind schneller und dadurch haben sie bessere, höhere insgesamt Geschwindigkeit oder so. Vielleicht, eventuell, was ist das denn? 12 Attack Damage. Leck um mich. Ein Witcher. What? Das wird immer schlimmer. Das da mit 12 Attack Damage. Hui! Würde ich mal sagen. Die Geschwindigkeit ist ja grausam bei dem Teil hier. Tag 2. Was ist denn das? Warm Liner. String und Heating Goo.
Ach du Himmel, Hilfe. Advanced Flywheel Ring. Stores RF and automatically charges items in inventory when worn. Von welchem Mod kommst du? RF ist von irgendeinem Elektrik-Mod, den ich immer gezockt habe. Fragt mich jetzt aber nicht, wie der hieß, ich weiß es gerade nicht. Troll Street Trunk. Wollt ihr mich verarschen? Ich finde immer mehr Sachen, die mich gerade eher Sorgen machen als alles andere. Pfeile. Pfeile sind immer gut, aber dann nehmen wir immer am Anfang mal den einfachen Pfeil, bevor wir richtig anfangen. Potion Ring of Haste. Reforging Station. Auch nicht schlecht. Das ist die Glowstone Paste. Das sind Feuersachen. Fire Dragon Blood. Kann ich das aus dem Drachen rausziehen oder was? Aber die Sachen haben wir ja mal hier. Ein 16 Attack Damage. Das könnte interessant werden, du. Die Attack. Ein Händel, warte mal. Kann ich hier einen geileren Bogen bauen? Der hat hier Agility 3, Attack 2. Der ist aus Leder und hat Attack 4. Dafür müsste ich nur ein Händel bauen. Ein Händel geht relativ easy sogar. Ich kann sogar einen Eisenbogen machen. Der hat Attack 8. Was? Iron Great. Ich glaube, ich habe eine Waffe meines. Die hört sich gut an, die Waffe. Wir brauchen Silk. Dieses blöde Messer wieder. Wollte ich denn dieses blöde Messer nehmen? Habe ich das noch? Aber ich habe hier das da. Bedeutet, ich kann da draus. Oh Leute, jetzt kommt das Schwert der Zukunft. Jetzt kommt das Schwert der Zukunft, Händel. 21 Eisen. Yes. Und dann brauchen wir. Der Bogen ist auf jeden Fall auch geschmackig. Den können wir uns rein theoretisch auch machen, oder? Oh, ich freue mich jetzt schon, das wird geil. Zack, zack. Holy Shitballs! Oh, ich meine den Fatigue. Welches Arschloch hat mir jetzt schon wieder Mining Fatigue gegeben? Aber irgendwo habe ich keine. Ich sehe schon, was das Problem ist. Ich muss wieder gucken, dass ich ihn. Ja. Ich muss wieder schauen, dass ich hier irgendwo wieder den Level rauskriege. Das wird wieder ein Spaß. Wieso kann man nicht einfach mal mit so einem Firestone gegenfliegen oder so was? Ich brauche nur Firestone Shards. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Piep, 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 piep. Das ist wieder 20. Ah. Einmal wieder das Loch auffüllen. Ich mach's mal mit Hand. Vielleicht ist das. Ich weiß nicht, wie die Generation da ist. Ob das Standard viel öfter Gravel im normalen Spiel bekommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was mit der Hand zu tun hat, dass du sozusagen immer mit der Hand abbauen kannst und dadurch besser Gravel trägst vielleicht. Oder mit der Spitzhacke. Ich versuche gerade das aus anderen Spielen auszuprobieren. Aber ich habe es ja schon gesehen, da kann Gravel zugekommen. Schon mal vorteilhaft. Hier sind 19, genau, und die ein Gravel und dann machen wir Shift. Schön.
Teil die Flint Shards und dann machen wir uns da draus einen Sticky Stick. Machen wir uns einen schönen Knife. Dann nehmen wir das ganze Zeug, was wir nicht mehr brauchen, hier zurück. Genauso wie das Eisen. Und die brauchen wir auch nicht. Und das Schwert können wir jetzt rein theoretisch auf Reserve legen. Weil, hey, brauchen wir ja gerade nicht. Und wir haben jetzt nur noch viele Speere. Vielleicht sollte ich das in Zukunft in Bögen verwandeln. Oh Gott, dafür brauche ich auch Gravel. Ah, ich hasse es. Was ist das? Eine Lanze? Das sind die Crossbows. Vielleicht gibt es auch Spezialpfeile, die billiger sind. Ein Wooden Arrow. Diamond Explosive Arrow. Wait, what? Aber sie gehen auf jeden Fall besser. Ach, guck mal, Köcher. Ein Köcher ist auch interessant. Köcher, Light Pestle supplies arrows to use in bows or longbows. Capacity 4 stacks. Oder rein theoretisch kann ich. Jetzt mir schon. Ein paar Pfeile machen. Für meinen Bogen. Bogen morgen. Die mag ich unbedingt herausfinden. Das sind auch 4 Attack Damage. Wir haben dann damit dieselbe Attack Damage wie mit unseren Speeren. Bloß für die Speere, wenn die kaputt gehen, müssen wir halt neu machen. Aber die sind nicht aus Eisen. Base Damage 4. Moment mal, erhöhen die dann rein theoretisch den Damage jemals? Das ist Damage 3, Range 1,52 mit 0,75. Und der hat eine höhere Attack Range, aber sehr geringen Damage. Throwing Axe. Ja, ich werf sicher meine Axt weg. Wenn thrown 16 Damage. Requires Attack 16. Wenn in Main Hand, was? Press Shift to show weapons details. Any item in the opposite hand slot slows down attack speed. Increased meal damage range higher reach levels more range. All targets in a sweep range take 100% of standard damage. Das hört sich sweet an. Ehrlich gesagt. Hä? Achso, nee, das war von dem Fisch heute. Alter, was geht denn jetzt ab? Hier haben wir den großen Mutterbaum und da unten haben wir Nessie rumschwimmen. Und zwar literally Nessie. Was will denn Nessie hier? Hallo, ich habe Besseres zu tun. Die Frage ist, kriege ich irgendwie diesen Drecksarschloch da? Wenn ich hier eine Falltür hinbeuge, denkt ihr, ich kriege den irgendwie tot? Der ist Level 2. Aber der ist fucking riesig. Alter, der ist fucking riesig. What? Ein Riesenfressen mit sonst noch irgendwas drin. Aber Leute, ich würde sagen, den zu bekämpfen versuchen wir in der nächsten Folge. Dann bauen wir uns eine kleine Kampfslot oder sowas. Keine Ahnung, da fällt uns schon was ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Und abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.